Halle hier bei Deutschlandwetter zu einer morgendlichen oder zum kurzen Update in diesem Video. Schauen wir mal ein bisschen genauer auf die möglichen Unwetter, die es wieder nächste Woche geben wird. Da schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf. Und genau kann man es aber noch nicht einschätzen, kann sich immer noch nach Norden oder nach Süden verschieben. Fangen wir als allererstes aber jetzt mal an mit der Wetterlage. Dann haben wir ein Tief Richtung Großbritannien und Irland. Und südlich dieses Tiefs, dort kommt doch diese etwas heißere Luft nach Deutschland, die sich dann da reinschieben wird zu uns und uns dann sehr schwülwarme Temperaturen bringen wird, mit teilweise auch sehr heißen Temperaturen. Und das Ganze wird dann auch noch gewittrig ab Dienstag aussehen. Vielleicht gibt es Montag auch schon erste Gewitter. Die Temperaturen in 1500 Metern Höhe sehen dann wie folgt aus und dann würden doch dann in Süddeutschland bis in die Mitte verbreitete Temperaturen in 1500 Metern Höhe von 15 bis 20 Grad erreicht werden. Da kann man dann wieder einiges an den Temperaturen draufrechnen und dann würden am Boden doch auch sehr hohe Temperaturen zustande kommen. Und dann schauen wir jetzt mal auf den Dienstag, der dann Unwettertag werden könnte. Und dann hätten wir einen Streifen von NRW, Rheinland-Pfalz bis einmal rüber nach Sachsen und Brandenburg, wo es teilweise heftige Unwetter geben kann. Wir schauen uns gleich auch noch die Superzellengefahr an. Die ist nämlich doch sehr erhöht, vor allem in diesem Bereich. Und das Ganze verlagert sich dann in der Nacht weiter Richtung Osten und Südosten, aber auch nach Nordosten sind dann ein paar kräftige Unwetter möglich. Die Kelbwerte sehen wie folgt aus und dann hätten wir einmal in diesem genannten Bereich die höchsten Kelbwerte mit Werten meist zwischen 500 und 2500 Kilojoule, im Süden auch, im Norden gar nichts. NRW kann vielleicht noch drin sein, aber in der ganzen Norden, denke ich mal, verschiebt sich das nicht. Eher so Richtung NRW könnte es sich noch verschieben oder weiter in den Süden. Und dann schauen wir jetzt auf die Superzellengefahr. Die ist im ähnlichen Bereich auch deutlich jetzt erhöht. Wenn wir Richtung Frankreich schauen, hier hätten wir doch deutlich erhöhte Superzellengefahrwerte. Und da, ja, wenn das so kommt, kann es auch ordentlich heftig zur Sache gehen. Da können nach NRW, Rheinland-Pfalz teils heftige Superzellen mit Großhagel und Co. reinziehen. Teilweise gäbe es dann auch wieder Überflutungen. Die Temperaturen, die gemessen werden würden, nach GFS-Modell sehen wie folgt aus: in der Südhälfte bis zu 40 Grad möglich. Aber das müssen wir noch mit Vorsicht behandeln, denn ja, man weiß nicht, ob das jetzt so kommt. Manche Modelle berechnen es heißer, manche Modelle etwas kühler. Das EZMWF-Modell, das berechnet das alles etwas kühler bei den Temperaturen. Das berechnet Werte bis zu 33, 34 Grad, wäre aber zwar immer noch sehr warm bis heiß. Und dann, wenn wir uns dann den Dienstag anschauen, den Donnerstag, jetzt habe ich ja, den Tag noch stehen gelassen, aber den 25.8., da sehen wir im Nordwesten schon wieder sehr, sehr kühle Temperaturen mit teilweise Werten unter 20 Grad, nur 15, 16 Grad würden dann gemessen werden. Zwar würde es dann vom Südwesten bis in den Osten nochmal mit Temperaturen bis 25 Grad nochmal relativ warm werden, aber die große Hitze wäre vorbei. Und dann die Niederschlagsmengen sehen dann noch wie folgt aus. Und dann hätten wir einmal, vor allem im Osten, einiges an Niederschlag, bis zu 100 Liter, örtlich auch über 100 Liter. Sonst in den übrigen Gebieten bei uns in Deutschland wären es meist so zwischen 60 und 90 Liter pro Quadratmeter. Also bis zum 3. September würde dann doch noch einiges an Niederschlag vom Himmel kommen. Es würde sich eher feucht, fröhliches Wetter einstellen. Mal Sonne, mal Regen und mal Wolken. Und dazu wäre es relativ kühl.